Hallo Freunde, willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Wir haben in der letzten Episode den Kommandanten beseitigt, sind also technisch gesehen fertig mit dieser Zone, haben alle drei Einsätze hier gemacht, uns fehlen vier Kingslayer-Dateien, einige Fähigkeitspunkte, wie ihr sehen könnt, einige Waffengeschichten und das will ich als nächstes einsammeln. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon hier unten sind, dann schaue ich nochmal in der Basis vorbei. Allerdings nur für die Kingslayer-Datei und den Fähigkeitspunkt. Das bedeutet, wir schleichen uns wahrscheinlich aus der Richtung an. Durchs offene Feld und mal gucken, wen wir jetzt ausschalten müssen. Erstmal kralle ich mir hier den Suff. Moment, ich fahre. Denn diese Strecke will ich nicht laufen müssen. Einmal außenrum. Jetzt kommt der da angeschossen. Ich werde wahnsinnig. Kann der nicht gucken, wo ich fahre? Bei Ausfahrten macht man eigentlich langsam als KI. Egal. Auto fährt noch und darauf kommt's an. Nope, das war nicht der Eingang. Hier vorne müssen wir rein. Das gibt da gar nicht. Hier war doch irgendwo ein Stück offener Zaun. Jetzt bin ich froh, dass wir das Auto haben und nicht gelaufen sind. Da! Ach, sieht doch aus wie neu. Alles klar. Einmal ins Gebüsch und kuscheln. Ich dachte wirklich, das ist viel weiter hier vorne. So was Blödes. Ja, genau, Navi. So werde ich das machen. Ich glaube nicht. Trotzdem hätte ich ganz gern die Übersicht und würde hier nicht so zwischen den Gebäuden rumgurken. Ich habe das Gefühl, da werde ich dann zu leicht überrascht und habe Unidad im Nahkampf. Und im Moment habe ich kein Interesse daran, schon wieder gegen die Nasen zu kämpfen. Im Pentagon gab es so viele Generäle, also wollten sie ein paar von ihnen loswerden. Wurde auch Zeit. Irgendein Stabschef kam auf die Idee, $5000 Abfindung für jeden Zentimeter Körpergröße der Generäle anzubieten. Sie konnten selbst bestimmen, wie sie gemessen wurden. Ein General der... Feind markiert. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Noch ein dritter. Ich sehe ein wichtiges Ziel. Wer sich fragt, wie diese Geschichte ausgeht, es ist ein sehr unflätiger Witz. Okay, bin unterwegs. Ich brauche eine bessere Position. Verstanden, unterwegs. Hab das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Kann loslegen. Feind am Boden. Okay, nichts passiert. So weit, so gut. Keine Sorge, ich habe nicht vor, mit dem Flugzeug hier loszuziehen. Dass mir das eindeutig zu viele Luftabwehrstellungen sind, hatten wir bereits. Hey, Unidad-Soldat mit einer Minigun. Dort, am Flugfeld. Was? Wie zum Geier. Und der hat es nicht mitgekriegt, dass alle seine Kumpels plötzlich tot umgefallen sind. Muss die Hitze sein. Aber er hat gespürt, dass die Kugel an seinem Kopf vorbeigeflogen ist. Bei der Luftabwehrstellung. Ich geh dich. Okay, pass mal auf. Wir könnten. Ach nee.
Meine Idee wäre gewesen, dass wir dort den Scharfschützen markieren für den Notfall, aber so wie es aussieht, sind da keine Scharfschützen. Die haben entweder schon Feierabend oder Schichtwechsel. Ich gehe nicht zu Nidat, ist nichts für mich. Carajo, die bezahlen gut. Mein Cousin ist jetzt dabei. Er hat eine riesen Party mit dem Antrittsbonus geschmissen. Geld ist nicht das Problem, Compa. Pues, ¿cuál es el problema? Die Mexikaner. Was ist mit denen? Oh, komm schon, Mann. Das weißt du so gut wie ich. Schließlich arbeitet die Unidad für sie. Quizás, quizás. Macht heutzutage wohl jede. Vielleicht sind die gar nicht so schlecht, wie sie scheinen. Ich arbeite nicht für die Mexikaners. Ich verkaufe ihnen Coca. Ich will aber keinen fremden Hefe. Okay, das ist echt interessant. Da oben? Warum? Wer will denn da in den Tower, bitte? Ha, was man nicht alles für Fähigkeitspunkte macht, ganz im Ernst. Aber wäre das meine Basis, würde ich diese Seite auf jeden Fall verstärken. Das ist jetzt der dritte Angriff, den ich von der Seite mache. Und irgendwie ist da echt nicht viel los. Drehen wir den mal kurz den Saft ab. Brauchen die sowieso nicht mehr. Auszeichnung. Die Sicarios werden sie vermissen. Ja, furchtbar. Keiner da? Oh je. Spricht ja nicht sehr für den Flugverkehr hier. Das Ding ist 5 Fähigkeitspunkte wert. Holla die Waldfee. Das hat sich dann doch einigermaßen gelohnt. Sag mir bitte, dass ich... Okay, ich habe wirklich da was umgerissen. Das war kein Schuss. Immerhin. Hätte ja sein können, dass Schüsse irgendwo in meiner Nähe einschlagen und... Aber so ist das okay. So, alle einsteigen. Wir fahren los. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich die Militärfahrzeuge echt super finde, oder? So, damit schaffen wir auch den Zaun, oder? Leicht. Wow. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir das, was hier im Spiel einem Panzer noch am ehesten gleich. Also dann machen wir uns mal auf die Socken zur nächsten Zubehörkiste. War ja klar, dass die auf dem nächsten Berg ist. Eigentlich wäre ein Hubschrauber da besser als ein Panzer, aber in der Zone kein Hubschrauber. Der nicht fährt, dann fahr halt ich. Zurück auf die Straße wäre toll. Das Schöne an dem Teil ist, es ist nicht so wahnsinnig schnell. Fällt einem leichter, damit auf der Straße zu bleiben. Außerdem habe ich das Gefühl, wenn ich hier Beulen reinmache, dann habe ich es verdient. Junge Frau, Vorsicht bitte. Allerdings ein bisschen schneller könnte das schon sein, oder?
alles eine Frage des richtigen Gangs. Aber damit könnte man ein paar Unidad-Geschichten vielleicht etwas offensiver angehen wieder. Gut, das Ding wird auch nicht unendlich lange halten, aber immerhin. Gepanzertes Fahrzeug ist ein gepanzertes Fahrzeug. Ach, wenn ich gestehen muss, ich hätte durchaus Lust, jetzt Querfeld einzufahren, in der Hoffnung abzukürzen. So eine Art lineare Steuerung hier. Man drückt und der reagiert nicht sofort. Und dann drückt man ein bisschen länger und dann reagiert er plötzlich affig. Macht es natürlich am Anfang etwas leichter, mit kleineren Bewegungen die Sache zu korrigieren. Ja klar, driften mit dem Ding bei der Geschwindigkeit. Fast da. Und es ist natürlich Unidad. Ich schätze, die machen wir einfach kaputt. Ich hatte überlegt, Minen zu legen auf die Straße für die Verstärkung, die eintrifft, aber... Feuer. Irgendwie macht es Spaß mit so einem Panzer. Das wollte ich schon immer. Was wolltest du das schon immer haben oder ignorieren, zurücklassen? Probier's mal mit ganzen Sätzen, mein Freund. Da drin ist Nachschub. Nehmen wir mit. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Nee. Wirklich? Dann zeig mal, was haben wir denn da? Das Santa Blanca-Kartell arbeitet an seiner eigenen Bibel? Diese Seite handelt von El Boquita, dem Boten Santa Muertes. Okay. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, die haben mächtig einen an der Waffe. Okay, auf der anderen Seite, der Glauben ist eine mächtige Waffe und... Wenn ich das erste Mal, dass der Glauben für gewisse Zwecke missbraucht wurde, möchte ich es mal so ausdrücken. Okay. Ich glaube, da leihen wir uns nochmal den Dampfenden aus hier. Der macht es nicht mehr lang, dann sollten wir es genießen, dass wir ihn haben. Solange wir ihn haben. Los geht's. Die Frage ist nur, wie kommen wir da am besten runter? Sieht gut aus. Ich sehe nicht so, dass das hier Stallwände wären oder so. Außerdem können wir ein bisschen bremsen. Okay, oben war keine Stallwand, aber hier sieht es unfreundlich aus.
Freut mich, dass das mit den Bremsen funktioniert hat. Da. Dann jetzt aber schnell einmal den Orden einsammeln und dann wieder rein in den Panzer. Ja. Ich schieße auf die Ärsche. Finde ich gut. Ich gehe wieder an Bord. Ich meine, es dauert nicht lang und die kommen mit Hubschraubern. Bisschen schnell vielleicht. Okay, wir werden nur noch gejagt, das ist okay. Und wir schleichen uns mit unserem dampfenden Panzer davon. Verflixt. Aber ich denke, so entkommen wir denen relativ zuverlässig. Glaube ich auch. Gut, Unidad-Patrouille ist zu Ende. Wir werden nicht mehr gejagt. Kein Sturmangriff, keine Toten. Abgesehen von den paar Unidad-Leuten da oben. Okay, und damit hätten wir das und das erledigt. Dann kommt als nächstes, denke ich, der Checkpoint. Uns fehlen noch zwei Kingslayer-Dateien, wobei wir eine hier finden und die andere hier unten. Dann machen wir zuerst die Kingslayer-Datei. Das ist ja an der Brücke, die wir da drüben sehen. Ich denke aber, ich laufe hier runter und schaue, dass ich den Fluss überqueren, dann am Fluss entlang oder so. Vielleicht finden wir auch ein Boot, was uns dann leichter hier rüberbringt irgendwo. Mal gucken. Ah, nichts am Fluss entlang. Das ist an dem Aquädukt da drüben. Das wird hässlich, auf der anderen Seite da wieder hochzukommen. Ich möchte aber auch nicht über die Brücke. Das ist irgendwie ziemlich aufwendig mit zwei Unidad-Wachposten hier. Meine Hoffnung im Moment ist, dass ich irgendwie runter zum Fluss komme und dann auf der anderen Seite auf diese Straße und dann an der Straße entlang und vor dem Wachposten da zur Kingslayer-Datei. Schritt 1 ist natürlich erstmal runterkommen. Schritt 2, wir müssen da drüben auch wieder raus. Der fliegt sehr komisch, der begleitet wieder einen Konvoi. Ich schätze über die Brücke. Okay, lasst mal gucken. Hier sieht es eigentlich so aus, als könnte man da hoch. Sollte kein Problem sein. Kann man hier außen rum. Dann hier am Gebüsch entlang. Doch, wir folgen einfach hier diesen. Das ist okay. Da müssen wir nur noch darunter. Das erscheint einfach. Und da drüben raus. Easy. Das ist der Plan. Dann haben wir die nächste Kingslayer-Datei. Mit ein bisschen Glück können wir uns dann dort auch ein Auto schnappen.
und komme dann relativ leicht an die letzte Position hier drüben. Weil wenn wir schon hier sind, könnte man das eigentlich noch als nächstes machen. Wäre auch nicht so ganz verkehrt. Ich bin ja froh, dass wir es dann nur noch so ein bisschen aufwischen müssen, jetzt am Ende. Die Zone ging doch etwas schneller, als ich befürchtet hatte. Ja, selber Ola. Glaubst du, du kannst hier jeder mit Cowboy-Huten Ola in den Kopf werfen, hä? Nie, nie, nie. Immerhin, das war relativ einfach. Sah deutlich anspruchsvoller aus von der anderen Seite. Scharfschütze im Turm. Gut, alles klar bei uns. Die Shut up. Bei dem ging es mir einfach darum, dass er uns... Hier sind Tangos, ziemlich nah. ...relativ leicht hätte entdecken können. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Bleibt noch ein Wölkchen. Das müsste hier drüben sein. Ich glaube, hier habe ich unser Fluchtfahrzeug entdeckt. Tango Nummer 3. Unterwegs. Lass mich in Position gehen. Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Tango am Boden. So viel zu dem Kontrollpunkt an der Brücke. Okay, alles sauber. Oh. Einer noch, aber ich glaube, der hält noch die Füße still. Die Teufelsbrücke. Udi. Okay. Eine Legende berichtet von einem jungen Mann, der vor langer Zeit eine große Summe Geldes als Mitgift für die Hand eines von ihm geliebten Mädchens zahlen sollte. Als er das Geld schließlich beisammen hatte, wollte er zu seiner Angebeteten eilen, wurde jedoch von einem Fluss aufgehalten. Also schloss er einen Pakt mit dem Teufel. Dieser versprach, eine Brücke zu bauen, wenn er dafür seine Seele erhalte. Als die Brücke beinahe fertiggestellt war, hatte sich der junge Mann besonnen und rief Gott an, um den Teufel fortzujagen. Seither ziert den Fluss eine unvollendete Brücke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber beinahe fertig sieht anders aus. Ich meine, wäre das hier der unfertige Teil und das hier alles wäre fertig, dann okay, das ist relativ nah dran. Außerdem wäre ich der junge Mann, ich glaube, ich hätte einfach diese Brücke da drüben genommen. Sieht viel verschwindbar, Brücke. Sieht viel stabiler und vielversprechender aus. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Jo, sehe einen Soldaten. Im Innern des Bunkers. Kein Wunder, dass der nichts gesehen hat. Im Bunker sind die ja blind wie die Fledermäuse. Nur, dass die nicht so gut hören. So weit, so gut. Dann machen wir jetzt doch noch kurz diese Sache hier. Weil ich das in der Episode noch runterreißen kann, in der nächsten Episode schauen wir dann, dass wir das da drüben erledigen. Ja, das muss ich doch über die Brücke. Na gut. Immerhin, wir sind wieder in so einem Einsatzkampf- und Spaßmobil. Besser als nichts. Und so weit ist es jetzt auch nicht mehr. Ich denke, das geht jetzt auch deutlich schneller als mit dem kleinen Panzer von vorher. Und ja, ich weiß, es ist nicht unbedingt ein Panzer. Es kommt auf die Definition von Panzer an. Es ist gepanzert, hat einen Turm, hat Ketten. Und da hat jeder so ein bisschen eigene Vorstellung. Selbst die US-Armee ist sich da nicht immer einig.
immerhin. Doch, den Berg rauf ist das hier ein bisschen spritziger als der Wagen, den wir vorher hatten. Wobei ich das Gefühl habe, hier war ich heute schon mal. Ich fahre größtenteils nach der Minikarte und gerade eben sah die Landschaft eigentlich ganz genauso aus wie an einem anderen Stück, das wir heute schon mal besucht haben. Muss Zufall sein. Alles gut. Wow. Auto. Okay, pass mal auf. Ich glaube, das geht zu Fuß besser als mit dem Auto. Das war mal der, ich sag mal, leichte Teil. Geh in Position. Hast du ihn? Okay, Ziel markiert. Er ist tot. Okay, aufatmen. Ich sehe noch einen Tango. Das wären dann die zwei letzten, würde ich sagen. Dann ist natürlich noch ein bisschen Zeit, bis der Simultanschuss wieder verfügbar wird. Vielleicht helfen uns auch einfach die Zivilisten. Die halten offenbar auch nicht sehr viel von Unidad. Jetzt mal im Ernst, wenn die Unidad überfahren, dann wohl auch uns. Nee, ganz im Ernst, ich dachte wirklich, das wird ein bisschen schwieriger mit dem zweiten, aber ich wollte halt nicht, dass ein Zivilist direkt dahinter ist, deshalb habe ich noch gewartet. Falls ich verfehle, dass ich nicht aus Versehen den Zivilisten erschieße. So war das aber eigentlich echt in Ordnung. Da hilft uns die Bevölkerung im Kampf gegen Unidad. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier hatte jeder seinen eigenen Geländewagen mit Gatling. Wofür? Ernsthaft, hier stehen vier dieser Dinger. Für vier Leute am Außenposten. Zwei Autos hätten gereicht. Ein Fahrer, ein Schütze. Sache gegessen, aber nee. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sind ein sehr gutes Stück vorangekommen. Zugegeben, wir haben hier nicht sämtliche Rebelleneinsätze gemacht. Uns fehlt auch noch eine Kingslayer-Datei. Diese Geschichte machen wir in der nächsten Episode. Das ist dann, glaube ich, wieder ein etwas größerer Stützpunkt von denen. Da werde ich jetzt dann gleich mal losfahren und gucken, dass ich mich irgendwo hier oben oder so verstecke. Ja, erstmal bis hierhin und dann diese Straße runter hier über das hügelige Gebiet. Und von hier oben schauen wir dann mal, dass wir diese Basis hier ein bisschen näher in Augenschein nehmen. Haben wir schon gemacht. Wir wissen, Alarme 4, Drohnenstörgerät, Stromgenerator, der ganze Schnickschnack. Ich hatte vermutet beim ersten Ausflug dorthin, dass wir das noch sehen werden als Teil der Hauptmission. Deshalb wollte ich diesen Stützpunkt nicht machen. Aber jetzt, ja, Vector, wenn ihr euch erinnert, hier habe ich schon ein paar Versuche hinter mich gebracht. Mit der Brechstange, diesmal probieren wir es ein bisschen subtiler. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haltet ihr uns steif. Ciao, Freunde.